So, also auch jetzt nochmal ganz offiziell einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu unserer Wahlkreisveranstaltung heute Abend in den Wahlkreisen Dresden 1 und Dresden 2, Bautzen 2. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Jan Renner und ich darf Sie im Namen von Mehr Demokratie heute durch die Veranstaltung führen. Mehr Demokratie ist ein Fachverband, der sich mit Demokratiefragen auseinandersetzt. Und das heutige Podium findet in unserer Veranstaltungsreihe mittendrin mit Bürgerräten statt. Also wie eben schon angedeutet, es wird heute viel um Bürgerräte gehen, aber auch weitergedacht um Bürgerbeteiligung, um direkte Demokratie. Und wie eben auch schon angedeutet, im Zuge dieser Kampagne sprechen wir mit Kandidierenden aus Wahlkreisen in ganz Deutschland. Heute Abend besteht unser Podium aus drei Kandidierenden, die ich Ihnen auch noch kurz in alphabetischer Reihenfolge vorstellen darf. Da wäre zum einen Rascha Nasser von der SPD. Sie war von 2017 bis 2020 in der Pressestelle der SPD Sachsen aktiv. Seit 2020 ist sie Büroleiterin des innenpolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion sowie Beisitzerin im Vorstand der SPD Dresden und sie sitzt im Stadtratsbezirk Dresden-Altstadt. Frau Nasser bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis Dresden 1 und backt sehr gerne, wie ich auf ihrer Internetseite lesen konnte. Und als Rezept für die Weiterentwicklung der Demokratie empfiehlt sie einen Vanille-Cupcake mit Rosentopping und Perlen. Wir wollen also mal heute herausfinden, ob auch Bürgerräte ins Rezept passen. Schön, dass Sie hier sind, Frau Nasser. Vielen Dank für die Einladung. Gerne doch. Als nächstes darf ich Dr. Markus Reichel von der CDU auf unserem Podium begrüßen. Er ist Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler und hat zur Energiewirtschaft promoviert und führt auch eine eigene Unternehmensberatung. Er leitet seit 2015 den Landesfachausschuss Wirtschaft und Innovation der Sächsischen Union und ist seit 2019 Kreisvorsitzender der CDU Dresden. Auch er bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis Dresden 1. Er schreibt auf seiner Internetseite, dass das Faszinierende an der Mathematik sei, dass hinter jeder Zahl, hinter jeder Formel am Ende Menschen und Schicksale stehen. Wir wollen also heute herausfinden, ob er eine ähnliche Faszination auch für Bürgerräte hat. Herzlich willkommen auf dem Podium, Herr Reichel. Hallo, schön bei Ihnen zu sein. Außerdem darf ich heute Merle Spellerberg begrüßen von der Partei Bündnis 90 Die Grüne. Frau Spellerberg studiert aktuell internationale Beziehungen an der Technischen Universität Dresden, ist seit 2018 bei der Grünen Jugend, deren Landessprecherin sie auch zwischen 2019 und 2021 war. Dazu ist sie Delegierte zum Council der European Green Party und Delegierte im Frauenbundesrat von den Grünen. Frau Spellerberg bewirbt sich um das Direktmandat im Wahlkreis Dresden 2, Bautzen 2 und ist auf Listenplatz 3 der Sächsischen Grünen. Hallo, Frau Spellerberg, schön, dass auch Sie heute hier sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Bürgerräte gerade gehört in der letzten halben Stunde. Und ich will eigentlich auch gar nicht mehr länger warten, um wirklich ins Thema einzusteigen. Möchte aber doch mit einer kurzen Einstiegsfrage beginnen, die eigentlich zwei Fragen beinhaltet und die zunächst auch nochmal das Thema ein bisschen weitet. Und zwar würde ich gerne wissen, wo unsere Kandidierenden denn die aktuell die Gefahren für unser demokratisches Zusammenleben sehen und ob sie sich jeweils vorstellen könnten, dass Bürgerräte diese Herausforderung bewältigen können. Und anfangen würde ich gerne mit Frau Nasser. Ja, vielen Dank. Die Demokratie ist unser höchstes Gut. Das ist, glaube ich, in dieser Runde klar. Und ich glaube, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte gezeigt haben, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf diese Gesellschaft werfen sollten und ihre Vielfalt. Und naja, jetzt ist in den letzten Jahren eine Politik gemacht worden, die vielleicht nicht unbedingt die Menschen in den Fokus gestellt hat. Und das hat zu sozialen Spaltungen geführt. Das hat aber auch dazu geführt, dass rechtsextreme Umtriebe sich breit machen konnten in der Gesellschaft. Und das sehe ich als große Gefahren für unsere Demokratie und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen glaube ich, dass Institutionen wie Bürgerinnenräte auch dazu beitragen können, wenn sie gut ausgewählt sind, die Vielfalt unserer Gesellschaft auch da an einen Tisch zu bringen und ja, Orte zu schaffen, in denen Perspektiven aufeinandertreffen, die vielleicht im normalen Leben, sagen wir es mal so, nicht unbedingt automatisch aufeinandertreffen würden. Insofern finde ich die Einsetzung von BürgerInnenräten, es gibt ja auch seit Mitte Juli in Sachsen das Forum Corona, ein Bürgerrat, wo Menschen sich zusammenfinden, um Strategien zu entwickeln. Und insofern bin ich
doch, kann es eigentlich schon so sagen, großer Fan dieser Idee, dieser Institution eines Bürgerinnenrates. Vielen Dank, Frau Nasser. Herr Reichel, was ist Ihrer Meinung nach die größte Gefahr für unser demokratisches Zusammenleben und sind Ihrer Meinung nach Bürgerräte eine Antwort darauf? Also ja, ich denke, dass wir momentan in einer ausgesprochen gereizten Situation sind. Das bemerke ich auch, muss ich sagen, während des Wahlkampfes. Man wundert sich schon, woher, sage ich jetzt einfach mal, manche Leute, manche Bürger unserer Gesellschaft ihre Gereiztheit und ihr Recht auch nehmen. Und egal, ich glaube, das hat jeden von uns Kandidierenden hier schon getroffen, jetzt da sich, sag ich mal, auszuleben und zu denken, so wie Sie es sich vorstellen, so ist es richtig. Und man kann dann also Politiker oder welche, die wie wir drei hier, die es werden wollen oder Kandidaten, die es werden wollen, dann auch entsprechend behandeln. Und ich glaube, dass dahinter ein großer, ich will nicht sagen Entfremdungsprozess, aber auf jeden Fall eine Situation steht, dass sowohl Bürger wie auch die gewählten Politiker voneinander sich entfremdet haben oder vielleicht nie ganz zueinander gefunden haben. Und das war vielleicht eine Situation, die über Jahre so toleriert wurde. Jetzt, glaube ich, nach den enormen Herausforderungen für unsere Gesellschaft der letzten Jahre und auch die, sag ich mal, der Stress, der offensichtlich wahrgenommen wurde, kommen wir so nicht weiter. Ich denke, wir müssen hier neue Kommunikationsformen finden. Ich glaube, da sind die gewählten Abgeordneten zunächst gefordert, sind auch auf der einen Seite transparenter zu werden. Was tun sie? Warum tun sie es? Was ist da konkret rumgekommen? Also ich sage jetzt einfach, wenn jemand mehrere Jahre im Parlament ist und man weiß als Bürger nicht, was er tut, dann führt das zu einer Entfremdung. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch richtig, die Bürger zu fordern, also positiv zu fordern, ihre Vorstellungen einzubringen. Und da finde ich den Gedanken der Bürgerräte durchaus interessant. Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht abschließend durchdacht, gebe ich offen zu, aber ich finde ihn auf jeden Fall einen interessanten Ansatz und bedanke mich deswegen auch, dass wir darüber heute mal diskutieren können. Vielen Dank, Herr Reichel. Frau Spellerbeck, wie sehen Sie das? Herausforderungen und können Bürgerräte einen Beitrag dazu leisten, diese Herausforderungen in unserer Demokratie zu bewältigen? Ich glaube, in vielen Punkten kann ich mich tatsächlich meinen beiden Vorrednern schon anschließen. Aber ich glaube tatsächlich, um nochmal auf die Herausforderungen oder auch Gefahren für unsere Demokratie zurückzukommen, ist das für mich momentan in der aktuellen Lage auf jeden Fall an erster Stelle Rechtsextremismus, gerade auch in Sachsen. Und es hängt aber damit zusammen, dass wir eben eine mangelnde Förderung von Demokratie, Vielfalt und politischer Bildung eben in den letzten Jahren hatten und dass genau das eben zu anzugreifen und zu verändern, eben durch Demokratieförderungsgesetze zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt ist. Und ich glaube aber auf jeden Fall auch, dass Bürgerinnenräte eines von verschiedensten Werkzeugen sind, um tatsächlich da eben BürgerInnen und PolitikerInnen wieder näher zusammenzubekommen. Und ich hatte auch neulich eine Veranstaltung in Pieschen, die wir irgendwie auf der Straße hatten zu einem Thema. Und da war eine Schülerin dabei, die irgendwie gerade 15 war. Und sie meinte, wenn sie irgendwie den MitschülerInnen erzählt, dass sie gerade mit einer vielleicht bald Abgeordneten auf der Straße einfach spricht, die sagen sie dann doch bekloppt, weil das Bild von denen, was sie von PolitikerInnen haben, halt nicht so sind, wie ich das bin. Und das fand ich nochmal einen total schönen Moment, auch das nochmal mitzunehmen. Hat jetzt wenig mit BürgerInnenräten an sich zu tun, aber trotzdem was irgendwie mit Nahbarkeit von Politik. Ja, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Ich merke schon, es gibt eine gewisse Affinität zu Bürgerräten, zu dem Konzept von Bürgerräten. Und ich merke selber auch immer, dass über Bürgerräte sprechen schon echt viel Spaß macht. Aber ich kann es Ihnen versichern, noch mehr Spaß macht es eigentlich, mit Bürgerräten zu sprechen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir genau jetzt die Chance haben, mit jemandem zu sprechen, der bereits 2019 Teil eines Bürgerrats war, und zwar Georg Lindemann. Herr Lindemann, können Sie mich hören?
Ich sehe Sie auch. Sie sind allerdings noch auf stumm geschaltet. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie Ihre Stummschaltung... Jawohl. Jawohl. Hervorragend. Schönen guten Abend, Herr Lindemann. Auch einen schönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich schon mal die Zeit genommen haben. Sie waren ja Teil des Bürgerrats Demokratie, der 2019 meines Wissens losgelegt hat. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Sehr gut. Was haben Sie denn gedacht, als Sie dann zum ersten Mal, beziehungsweise was haben Sie gedacht, als Sie die Einladung für diesen Bürgerrat im Briefkasten haben? Was ist da in Ihnen vorgegangen? Ja gut, das erste war Skepsis. Man bekommt natürlich sehr viel Werbung und Sonstiges und entsprechende Anschreiben von, ich will nicht sagen dubiosen Firmen, aber von Firmen, die einem vielleicht nicht unbedingt zugetan sind. Insofern war es erstmal der zweite Blick, der dann etwas Klarheit schaffte, indem man sich darüber informierte, was geschieht hier gerade? Was haben die mit einem vor? Insofern muss man wirklich zweimal hinschauen und sich informieren, und zwar objektiv informieren, nicht einfach irgendwelche Parolen aufschnappen, sondern ganz klar sich schlau machen, wie man es schon sagt. Ja, und Sie haben sich dann schlau gemacht. Sie haben herausgefunden, dass es sich dabei nicht um irgendeine Täuschung hält, sondern dass es tatsächlich ein ernst gemeintes Projekt aus der Zivilgesellschaft ist. Und der Bürgerrat Demokratie hat ja dann meines Wissens in Leipzig 2 Tage getagt. Wollen Sie uns da vielleicht mal mitnehmen? Wie haben also Sie und die anderen Teilnehmenden dann die Empfehlungen für den oder in diesem Bürgerrat erarbeitet? Also es waren zweimal 2 Tage. Es waren 2 Wochenende. Und die Erarbeitung, die im Bürgerrat stattfand, in den einzelnen Gruppen, fand durch eine, ich sag mal, Kommunikation, durch einfache Gespräche, durch Vorabinformationen, durch Informationen, die auch objektiv waren, statt, sodass jeder auf einen nahezu gleichen Level des Wissensstandes kam und sich daraus auch eine entsprechende Meinung bilden konnte. Das war eigentlich so der Hauptteil davon, dass man sagen konnte, wir haben hier, ähnlich wie es zum Beispiel die Schweizer mit ihrem Büchlein machen, was es gibt dafür, hatten wir hier halt eben verschiedene Redner aus verschiedenen, auch politischen Gruppierungen, auch aus dem Lobbyismus heraus, auch Lobby Control etc. Und die einem hier Informationen gaben, auch Einblicke, die man vielleicht so ohne weiteres nicht bekommen hätte und einem so den Hintergrund auch mal eröffneten, um eine entsprechende Meinung sich auch bilden zu können. Ja, wie hat sich dadurch Ihr oder durch Ihre Teilnahme am Bürgerrat und auch in das Kleingruppen zusammenkommen, mit Informationen versorgt zu werden, wie Sie es vielleicht vorher nicht hatten, wo Sie einfach keinen Zugang zu solchen Expertinnen hatten? Wie hat sich durch dieses ganze Erlebnis Bürgerrat Ihr Blick auf Politik verändert? Im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so stark, weil es eigentlich, ja, meine eigene persönliche Meinung immer nur, ja, etwas festigen konnte, aber im gleichen Atemzug auch wiederum gesehen wurde, dass andere Menschen sich auch entsprechend, diesbezüglich verändern konnten und in eine objektive, sachliche Richtung gehen konnten. Es wurden hier im Prinzip, ja, für viele Menschen die sogenannten Stammtischparolen entfremdet. Man hatte hier also klaren Zugang und wie gesagt, für mich war es eigentlich schon immer relativ einfach oder was heißt einfach, aber schon gewollt, auch sachliche Hintergründe kennenzulernen und sich daraus eine Meinung zu bilden. Ich bin also keiner, der, wie man so schön sagt, die Bild-Zeitung liest. Welche Erwartungen hatten Sie denn nach dem Bürgerrat an die Politik, sowohl was die Empfehlungen des Bürgerrats betrifft, aber auch des ganzen Prozesses? Die Erwartung war eigentlich, dass man dem Ganzen eher auf Bundesebene eine Chance gibt, schneller. Es hängt sehr hinterher, zumal die momentan an der Regierung sitzenden Parteien hier sich ja im Koalitionsvertrag auch dazu geäußert hatten, dieses zu fördern. Und auch mit dem Bundestagschef,
von meinem Dr. Schäuble. Als Hintergrund hat man sich eigentlich da in der Hinsicht etwas mehr versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielen Dank, Herr Lindemann. Ich meine, wir stehen ja vor einer neuen Regierungskoalition. Wer weiß, was passiert? Das werden wir wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen ergründen. Aber schon mal vielen, vielen Dank, Herr Lindemann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann vielleicht auch sagen, dass Sie relativ kurzfristig noch sich dazu entschieden haben, heute dabei zu sein. Deswegen vielen Dank für Ihre Erfahrungen. Gerne. So, nach diesem kleinen Eindruck, was und wie Bürgerräte funktionieren, möchte ich jetzt wirklich ins Thema einsteigen. Und für mich stellt sich dann jetzt die Frage, gut, Bürgerräte, wie gesagt, wir haben eine gewisse, auch hier in der Runde habe ich schon festgestellt, so eine gewisse Offenheit dafür. Wie müssten diese Bürgerräte aber Ihrer Meinung nach ausgestaltet sein, damit sie also auch wirklich funktionieren? Diese Frage würde ich gerne zunächst an Herrn Reichel stellen. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die Sie da stellen. Ich denke, was Herr Lindemann ansprach, ist, dass sicherlich der Erfolg beginnt damit, dass man wirklich eine, was auch immer das im Detail ist, eine objektive Informationsbasis schafft. Und da wird sicherlich in der konkreten Umsetzung dann die Tücke im Detail, der Teufel im Detail sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Frage, wie bringt man, welche Themen legt man so einem Bürgerrat vor? Und in dem Kontext auch, welche Antworten kann man sich von ihm erwarten? Damit meine ich, dass ja das ist immer, wenn, also das kennt man ja auch aus den politischen Parteien, also ich meine, ich kenne es zumindest bei mir und ich nehme mal an, die Kolleginnen kennen es aus ihren. Es ist relativ einfach, immer irgendeine Forderung oder eine Vorstellung obendrauf zu satteln. Ja, aber wo es schwierig ist, ist, begrenzte Ressourcen zu verteilen auf bestimmte Themen. Und das ist ja eigentlich die eigentliche Herausforderung, ne, bei der Gestaltung von Politik. Welche Ressourcen, finanzielle oder sonstige, verteile ich? Und deswegen denke ich, dass bei der Formulierung der Fragestellung dann also diese Frage eine sehr wichtige ist, wenn man sagt, was erwartet man sich davon, dass letztlich natürlich auch die Frage gestellt wird nach der beispielsweise Erwirtschaftung der Ressourcen, über die möglicherweise Vorschläge gemacht werden und dem Einfluss darauf. Und ich glaube, wenn, also deswegen die Ausstattung quasi fängt damit an, dass die richtigen Fragestellungen formuliert werden und die Informationsbasis und die Techniken dazu praktisch bereitgestellt werden. Und natürlich, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wobei das sicherlich auch im Detail sehr schwierig ist, ist eine tatsächlich repräsentative Vorauswahl zu finden, weil das ist ja der Clou an der ganzen Sache, dass das zu machen, was das jetzt genau bedeutet, das wird sicherlich, da wird es sicherlich auch einen Streit dazu geben. Aber ich denke, das ist technisch oder von der Methodik her lösbar. Und also insofern, das mal vielleicht als ein erster Antwort dazu. Vielen Dank, Herr Reichel. Frau Spellerberg, wie können sich die Grünen, Ihre Partei, die Ausgestaltung von Bürgerräten vorstellen? Wir haben ja einen relativ ausführlichen Punkt tatsächlich dazu auch im Wahlprogramm und haben ja eben festgeschrieben, dass BürgerInnenräte entweder auf Initiative von Regierung, Parlament oder BürgerInnenbegehren zusammenkommen sollen. Und ich meine, dann tatsächlich vieles von dem, was ihr auch quasi in der ersten Runde in der Vorstellung der BürgerInnenräte quasi angesprochen habt. Und dann eben mit zivilgesellschaftlicher und wissenschaftlicher Beratung tagen sollen,
Und ich glaube, was tatsächlich eine sehr große Herausforderung ist, um dann am Ende wirklich Handlungsempfehlungen eben aussprechen zu können, ist das, was gerade von Markus Reichel eben auch schon angesprochen wurde, die tatsächliche Repräsentativität der Gruppe. Denn selbst wenn man komplett zufallsbasiert Leute einlädt, das wurde ja auch schon angesprochen, ist die Frage, wer nimmt dieses Angebot tatsächlich an? Und wer hat die Ressourcen, das zu tun? Sei es als Klischee jetzt tatsächlich die alleinerziehende Mutter, die wahrscheinlich weniger mehrere Wochenenden, je nachdem, welche Zeitdimension das dann tatsächlich einnimmt, Zeit hat, sich einem Bürgerinnenrat zu widmen mit Vorbereitung und tatsächlich quasi auch der Präsenzzeit. Und auch hier wieder die Frage, ob nicht Leute, die eher schon politisch interessiert sind, dann zusagen und die anderen doch lieber quasi freie Zeit haben. Und auch die Frage, wenn man sagt, man will bestimmte quasi Anteile der Bevölkerung tatsächlich wiedergespiegelt haben, was nimmt man damit rein? Also Alter, Geschlecht, Beruf. Ich meine, das kann man ja wirklich unendlich aufschlüsseln und da tatsächlich zu entscheiden, welche Sachen da eben mit reinspielen sollen und welche nicht, ist tatsächlich, glaube ich, eine große Herausforderung, die aber auf jeden Fall, also die lösbar ist. Ich glaube, das ist auch wieder dann quasi ein gesellschaftlicher Prozess, wo wir eben sagen müssen, was wir da tatsächlich wollen. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Spellerberg. Da merken wir auch, also wir haben uns auch bei den Bürgerräten, die wir bisher durchgeführt haben, auch bemüht, die Hürden, über die Sie ja auch ein bisschen gesprochen haben, gerade so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, es gibt auch eine Aufwandsentschädigung oder man kann zum Beispiel auch gucken, ob es nicht sowas wie eine Altenpflege gibt, die man dann organisiert für Leute, die eigentlich Angehörigen pflegen müssen und deswegen vielleicht nicht an einem Bürgerrat teilnehmen könnten. Also es wird schon versucht, diese Hürden, die eben einfach bestehen in der Gesellschaft, es wird also versucht, diese Hürden irgendwie anzugehen und abzubauen. Aber darf man da mal fragen, wie war denn die Annahmerate im Endeffekt? Und gab es diese Situation vermehrt, dass also praktisch die gerade genannte alleinerziehende Mutter beispielsweise eben dann am Ende nicht repräsentiert war? Hattet ihr diese Situation? Ich meine, dass die tendenziell ein bisschen unterrepräsentiert waren, aber nicht in dem Maße, wie man es vielleicht glauben würde. Also es ist schon so, dass wir da durch die Anreize, die es nun mal gibt, auch an einem Bürgerrat teilzunehmen, dass es dort geschafft wurde, zumindest mehr Leute auch aus genau diesen Schichten oder Gruppierungen mit in einem Beteiligungsformat zu bekommen, wie es andere Beteiligungsformate eben gar nicht schaffen. Also ich glaube, dass die Teilnahme an einem Bürgerrat, gerade auch beispielsweise beim Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, der komplett online stattgefunden hat aufgrund der Corona-Pandemie, das hat nochmal tatsächlich auch dafür gesorgt, dass eben ein paar Leute, die nicht für 2 Wochenenden nach Leipzig kommen können, aber sich vielleicht doch mal 10-mal eine Stunde die Woche an den Laptop sitzen können und damit diskutieren können, dass man also da auch die digitalen Möglichkeiten jetzt gelernt hat zu nutzen, um eben auch die Hürden für die Beteiligung zu senken. Genau. Frau Nasser, ich bin noch auch gespannt, was Sie zur Ausgestaltung von Bürgerräten zu sagen haben, wie Sie sich das vorstellen können. Mein Hauptpunkt ist tatsächlich auch die Repräsentation der Menschen in diesem Bürgerinnenrat. Ich bin auch ein bisschen aufgeschreckt fast schon, als Herr Lindemann beschrieb, wie das für ihn war. Er hatte diesen Postwurf und dann musste er erst mal gucken und dann hat er noch ein zweites Mal gelesen, bis er dann feststellte, dass es eben kein dubioses Schreiben war und dann hat er sich informiert, wie das aussieht und so weiter. Also ich glaube, da braucht es auch eine breit angelegte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, eine Kampagne, um aufzuklären, Leute, wir machen das und im Zweifel habt ihr vielleicht mal Post von uns im Briefkasten und wir hätten Bock, dass ihr euch beteiligt an diesen Themen. Ich glaube, da muss der Bundestag auch transparenter und responsiver werden an der Stelle. Also für uns ist auch wichtig, wie soll ich das sagen, die aufsuchende Beteiligung, nennen wir es mal Zielgruppenansprache, also wirklich die Leute in ihren Milieus zu treffen und dort anzusprechen. Gerade wenn wir jetzt über die Ansprache jüngerer Leute reden, da reden wir über Social-Media-Aktionen. Wenn wir jetzt über Ansprache älterer Menschen reden, reden wir schon wieder über ganz andere Formate. Und ich glaube, da sollte eine nächste Bundesregierung auch Wege finden, abseits dieses Losverfahrens, was, glaube ich, schon ein guter erster Schritt ist.
ist, aber glaube nicht zu der Repräsentation führt, die wir eigentlich gerne wollen, was man auch am Ist- und Soll-Zustand gesehen hat in der Präsentation, was ich besonders spannend fand, da vielleicht mehr Repräsentation auch herzustellen, weil ich glaube, wir müssen der Gefahr vorbeugen, dass es Gruppen gibt, die mit ihren Argumenten eben nicht durchdringen, die wir vielleicht gar nicht mehr erreichen können. Und da müssen wir, glaube ich, mehr rein. Also zum Beispiel auch mehrsprachige Informationen und Moderationen für gehörlose Menschen, für Menschen mit Einwanderungsgeschichte zum Beispiel, Frauen verschiedener Altersgruppen. Wir haben gerade schon gehört, das Beispiel der alleinerziehenden Mutter, aber auch eben ne, berufstätige Familien mit Kindern, die nicht so viel Zeit haben, da auch familienfreundliche Zeitplanungen, kompakte Zeitplanungen auch irgendwie mit reinzugeben, dass man eben schon weiß, wie viel Zeit man wirklich investieren muss, neben seinem eigenen, was man eben sonst so bestreiten muss im Alltag, dann noch zusätzlich, was da on top kommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. Und dann sind wir der Meinung, sollten auch Qualitätsstandards entwickelt werden, bestimmte Handlungsempfehlungen, die den Menschen, die sich bereit erklären, in so einen BürgerInnenrat zu gehen, auch mit an die Hand gegeben werden. Wir wollen dafür auch eine Service- und Kompetenzstelle beim Bundestag einrichten, um da eben auch eine Begleitung zu ermöglichen. Und natürlich ist das Losverfahren essentiell, aber das ist ganz richtig, Herr Gruner, Ihre Anmerkungen. Natürlich ist es essentiell. Ich glaube bloß, dass eine zielgruppenspezifischere Ansprache, wenn man denn diese Gesellschaft in ihrer Vielfalt wirklich repräsentieren will, da total wichtig ist, zusätzlich zu diesem Losverfahren. Das wollte ich gerne noch sagen und gleich den Chat mit aufgreifen. Vielleicht erstmal so viel dazu. Vielen Dank auch, Frau Nasser. Jetzt möchte ich Ihnen eine Umfrage zeigen, die wir zum Thema Bürgerräte gemacht haben. Die lässt sich auf jeden Wahlkreis in ganz Deutschland anwenden, beziehungsweise wir haben sie in jedem Wahlkreis in Deutschland abgefragt. Und dafür teile ich einmal schnell meinen Bildschirm. Jetzt müssten Sie also die Umfrage sehen. So, ich habe jetzt hier Ergebnisse für den Wahlkreis Dresden 1. Ich hoffe, Frau Schallerbeck, Sie verzeihen mir das, aber nichtsdestotrotz könnte auch das für Sie interessant sein. Wir haben übrigens auch die Daten für Ihren Wahlkreis, die schicke ich Ihnen gerne im Anschluss. Was haben wir also die Leute im Wahlkreis Dresden 1 gefragt? Wir haben gefragt, sollten auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden, in denen ausgeloste Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen an die Politik ausarbeiten? Das haben im Wahlkreis Dresden 1 61,3% der Menschen bejaht. Lediglich 22,9% sind dagegen und 15,8% waren unentschieden. Das ist doch nochmal 10% besser als im Bundesdurchschnitt. Also bundesweit sind wir bei knapp über 50%, die bei dieser Antwort mit Ja antworten. Die zweite Frage, sollten Bürgerinnen und Bürger Ihrer Meinung nach einen busbasierten Bürgerrat per Unterschriftensammlung einleiten dürfen? Also die Frage, das kam eben auch schon mal bei einer der Antworten von Frau Spellerberg, die Frage, ob Bürgerräte auch von unten initiiert werden sollten. Das bejahen 51,5% der Menschen im Wahlkreis Dresden 1, 26,7% sind dagegen und 21,8% sind unentschieden. Auch hier ist es wieder deutlich besser als der Bundesdurchschnitt. Dort sagen 45,6% Ja zu dieser Frage. Eine dritte Frage, die wir die Menschen gestellt haben, war, ob Volksentscheide durch einen losbasierten Bürgerrat vorbereitet werden sollten. Also das sogenannte irische Modell. In Irland hat man das gemacht, als zwei Bürgerräte die Themen gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung diskutiert haben. Und aufgrund der Empfehlungen dieser Bürgerräte kam es dann in Volksentscheiden zu sehr progressiven Entscheidungen. Und quasi ne, dieses Modell, dieses Verfahren haben wir abgefragt, ob das auch in Deutschland eingesetzt werden sollte. Und das bejahen 53,4% der Menschen. Auch hier ist es besser als der Bundesdurchschnitt, wo wir bei 46,5% liegen. Und die letzte Frage, die wir gestellt haben, das kommt nicht ganz so ungefähr beim Verein Mehr Demokratie, und zwar die Frage nach bundesweiten Volksentscheiden, ob sie also auf bundesweiter Ebene mitentscheiden dürfen, und zwar mehr und häufiger als nur alle 4 Jahre ein Kreuz machen.
Und das bejahen 71,6% der Menschen im Wahlkreis Dresden 1. Auch hier wieder deutlich besser als der Bundesdurchschnitt, wo wir bei ca. 65% liegen. Und Frau Schrellerberg, für Ihren Wahlkreis kann ich sogar sagen, diese Frage beantworten 81% der Befragten mit Ja. Das ist, meine ich, deutschlandweit, der, also zumindest in all den Veranstaltungen, die wir bisher gemacht haben, der beste Wert. Genau. Und darf man da mal fragen, wie viele Menschen Sie da tatsächlich befragt haben, so in dem, genau, in dem Wahlkreis? Also ich weiß, dass wir deutschlandweit 20.000 Menschen befragt haben. Wie sich das dann runterrechnet, kann ich Ihnen nicht sagen. Da können wir aber gerne im Nachgang nochmal eine Erklärung, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch ein Papier von uns dazu. Das kann ich Ihnen gerne schicken. Genau. Jetzt sind da ja schon so ein paar Sachen auch angeklungen in diesen Fragen. Und eine Sache, die mich jetzt brennend interessieren würde, wäre die Verbindung mit Volksentscheiden. Also die Idee, dass ein Bürgerrat, der ja nur Empfehlungen ausspricht, also ein deliberatives Modell von Politik und Beteiligung ist, dass ein solcher Bürgerrat einen Volksentscheid vorbereitet auf Bundesebene. Wäre das was, mit dem Sie sich anfreunden könnten, Frau Schrellerberg? Ich habe mir beim Anschauen der Grafik gerade tatsächlich nochmal gefragt, ob quasi dann beim zweiten quasi nur Volksentscheid, das quasi unabhängig davon ist. Und ob die Frage quasi dann sich darauf bezogen hat, dass man eben diese beiden Instrumente kombiniert und quasi, also verstehen Sie, was ich meine? Also die dritte Frage in der Umfrage hatte sich darauf konzentriert, auf die Kombination, also erst ein Bürgerrat, der dann einen Volksentscheid vorbereitet. Und die vierte Frage war dann lediglich, ob Sie nur einen Volksentscheid wollen. Also da spielt das Thema Bürgerrat zumindest bei dieser Frage eine untergeordnete bis keine Rolle. Okay, weil also wir haben als Partei ja relativ lange auch diskutiert beim letzten Parteitag zwischen BürgerInnenräten und Volksentscheiden und haben uns da ja eben gegen Volksbegehren auf Bundesebene und eben für BürgerInnenräte entschieden. Und diese Entscheidung teile ich auch persönlich tatsächlich, weil ich glaube, dass Volksentscheide auf anderer Ebene tatsächlich sehr, sehr sinnvolle demokratische Instrumente sein können. Auf Bundesebene aber meiner Meinung nach eher nicht. Und ich finde es super interessant, tatsächlich nochmal darüber nachzudenken, wie man die beiden Instrumente kombinieren kann. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, auch wenn es ja in Irland funktioniert hat, wie tatsächlich diese Vorbereitung eines Volksentscheides durch einen BürgerInnenrat aussehen kann. Deswegen, also BürgerInnenrat auf jeden Fall ja, Volksentscheid auf Bundesebene eher nicht. In der Kombination fände ich es tatsächlich super interessant, nochmal über das Wie ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich da ein eher Nein, ja, zu einem eher Nein tendieren würde. Bin aber tatsächlich auch super gespannt, was die beiden anderen dazu denken. Vielen Dank. Ich bin auch gespannt und deswegen gebe ich die Frage gleich weiter an Frau Nasser. Die Kombination aus Bürgerräten und Volksentscheid. Wie stehen Sie dazu? Ja, vielen Dank. Also ich finde es super spannend und bin ehrlich gesagt hin und her gerissen, weil in Irland hat es ja tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, Herr Renner, zu sehr progressiven Entscheidungen geführt. Ich hätte tatsächlich Bedenken, dass das wiederum, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden an dieser Stelle, aber das könnte ja auch Gruppen aktivieren in dieser Gesellschaft, die sich vielleicht mit diesem Thema nicht unbedingt auseinandergesetzt haben und dann massiv mobilisieren, um zum Beispiel eine progressive Entscheidung zu verhindern. Das wäre so ein bisschen mein Bedenken an dieser Stelle. Ich kann es aber auch noch nicht zu Ende formulieren, tatsächlich diesen Gedanken. Das, so ehrlich will ich auch sein. Ich wollte noch einen Punkt setzen, weil ich Merle eigentlich auch zustimme an der Stelle. Also auch die SPD ist sehr für BürgerInnenräte. Es ist also nichts passiert. Wir sind alle wieder da. Die Veranstaltung lebt weiter, egal wie die Umstände sind. Und ich würde jetzt nochmal an Frau Nasser übergeben. Wir waren stehen geblieben bei der Verbindung aus BürgerInnenräten und Volksentscheid. Frau Nasser, bitte. Genau, und da hatte ich für die SPD nochmal gesagt, dass wir sehr wohl für BürgerInnenräte sind, Volksentscheide auf Bundesebene doch eher etwas kritisch betrachten. Ich wollte aber nochmal was zu Ihrem Punkt sagen, weil Sie ja in der Umfrage auch eben mehr Beteiligung außer
alle 4 Jahre mal ein Kreuz setzen. Und das halte ich für relativ schwierig. Da würde ich gerne für mehr, für ein anderes Narrativ gerne werben, weil die Beteiligung viel, also vielfältiger ist, als einmal alle 4 Jahre ein Kreuz zu setzen. Ich glaube, da muss auch die Politik etwas attraktiver werden und da auch ja, sich bemühen, da auch mehr Menschen einzubinden. Aber ich glaube, dass das politische Engagement sehr viel vielfältiger ist, als einmal ein Kreuz zu setzen. Und dieses Kreuz ist ja auch super wichtig. Also das so, das fand ich ein bisschen schwierig einfach, das wollte ich gerne nochmal sagen, weil ich glaube, dass das schon sehr viel vielfältiger ist, als ins Wahllokal zu gehen. Vielen Dank, Frau Nasser. Auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Da meinte ich in verbindlicher Form Bürgerbeteiligung mehr oder häufiger, regelmäßiger als nur alle 4 Jahre. Dann würde ich das nochmal anders verpacken. Weil prinzipiell stimme ich Ihnen da in dem Punkt total zu. Also ich sehe da keinen Widerspruch zwischen den Positionen von uns beiden. Herr Reichel, auch Ihre Meinung würde mich jetzt noch zum Thema aus der zur Verbindung von BürgerInnenräten und Volksentscheiden interessieren. Zunächst mal zu dem Thema mit den Volksentscheiden. Grundsätzlich traue ich da unseren Bürgern das zu, ja, dass wir Volksentscheide machen und dass wir sie auch auf Bundesebene perspektivisch machen. Was ich allerdings denke, und da halte ich tatsächlich auch Ansätze, wie wir sie ja jetzt hier besprechen mit dem Bürgerrat für hilfreich. Ich glaube, wir müssen trotzdem die Kultur dafür noch schaffen. Also ich sage mal, unser oft genanntes Beispiel der Schweiz, die ich sehr spannend und interessant finde, auch dort ist das natürlich über Jahrhunderte, kann man ja so sagen, eingeübt worden. Und wir kommen ja doch eher, wenn wir mal ehrlich sind, aus einem obrigkeitsstaatlichen Denken her. Das muss, glaube ich, die Kultur müssen wir entwickeln. Und ich glaube, alle Wege, die uns dahin führen, sind gut. Aber ich möchte schon diese Perspektive sicherlich auch schaffen, auch wenn natürlich Volksentscheide auch eine Gefahr haben, dass komplizierte Fragen praktisch entstellt werden und dann tatsächlich was Demagogisches dabei herauskommt. Das war ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, gerade eine Chatmeldung. Deswegen finde ich das auch einen interessanten Gedanken im Vorfeld, auch insbesondere zur Entwicklung der Fragestellung, dieses, nennen wir es mal, Kontrollinstrument oder Reifeinstrument vorzuschicken. Denn wir wissen ja, dass solche Fragen so oder so gestellt werden können, sehr suggestiv gestellt werden können oder eben auch wirklich eine gute Problembeschreibung ist. Und da wird, also das ist am Ende die Entscheidung über Wohl und Wehe eines Bürgerentscheides und damit auch über Wohl und Wehe unseres Landes, wenn man mal so ist. Also berühmtes Beispiel, die Brexit-Entscheidung, ja, die ja eben zeigt, wie dann unter Umständen auch sehr komplexe Sachverhalte vielleicht unverhältnismäßig auf einen zurückreduziert werden. Vielen Dank, Herr Reichel. Jetzt schon mal ein erster Ruf in die Zuschauerrunde, wenn man so möchte. Ich werde jetzt noch eine Frage an die Kandidierenden stellen und würde dann aber auch die Fragerunde öffnen. Das heißt, Sie können sich jetzt schon mal Fragen überlegen, die Sie dann gleich entweder direkt an die Kandidierenden stellen wollen oder Sie können auch jetzt bereits Fragen in den Chat stellen, die wir dann gleich besprechen. Also jetzt schon mal der Aufruf, Fragen bereithalten sozusagen. Okay, das heißt, wir haben jetzt über die Verbindung aus BürgerInnenräten und Volksentscheiden gesprochen, um die Empfehlungen und den empfehlenden Charakter von Bürgerräten in irgendeiner Form möglicherweise verbindlicher zu machen. Jetzt ist es aber nur eine Möglichkeit. Ja? Deswegen würde es mich jetzt interessieren, wie, ich habe auch schon gehört, mal abgesehen von Herrn Reichel, der sich so ein bisschen, der eine gewisse Affinität zu Volksentscheiden durchaus sieht, aber gerade Frau Nasser und Frau Schmellerberg sind da doch ein bisschen kritischer. Deswegen würde mich interessieren, wie denn dann ein Gremium wie beispielsweise der Bundestag mit den Empfehlungen eines Bürgerrats umgehen soll, damit eben keine Frustration entsteht von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Bürgerrat eingebracht haben. Also deswegen, genau, was soll mit diesen Empfehlungen passieren? Was haben Sie da für Vorstellungen? Frau Nasser, ich würde gerne mit Ihnen beginnen.
Ich habe natürlich auch mal so ein paar Positionen durchgearbeitet und habe da Dinge gefunden, die ich einerseits ganz spannend fand, andererseits noch nicht weitgehend genug. Also wir sagen, diese BürgerInnenräte würden dann eben Empfehlungen erarbeiten, die rechtlich nicht unbedingt bindend sind, aber in die Beratungen des Bundestages einzufließen haben. Das ist so eine Formulierung, die wahrscheinlich die wenigsten wirklich glücklich macht, weil das eben nicht wirklich verbindlich ist, was ja aber wahrscheinlich schon die Erwartungshaltung ist von Menschen, die in so einen Bürgerrat reingehen, dass da auch wirklich Verbindlichkeiten entstehen. Deswegen habe ich vorhin schon den Punkt Qualitätsstandards ins Spiel gebracht. Ich glaube, dass wir da wirklich auch gucken müssen, dass wir die Menschen, die bereit sind, ihre Zeit zu geben in so einem BürgerInnenrat, auch qualifizieren, da fundierte Handlungsempfehlungen auch abzugeben an die Politik. Das wäre mir ganz wichtig. Und ich habe vorhin auch den Punkt Service- und Kompetenzstelle im Deutschen Bundestag eingebracht, weil ich glaube, dass sowas ganz wichtig ist, eine feste Stelle im Deutschen Bundestag, die diese Institution begleitet, die Empfehlungen aufarbeitet und sie auch in Handlungsanweisungen überführt, die für Ministerien, für Fraktionen, für andere Häuser oder Institutionen an der Stelle auch die Arbeit bereichern können. Also ich glaube, das so ein Punkt kann ich jetzt leider nicht nennen. Ich glaube, das sind verschiedene Punkte, die da ineinander greifen müssen. Zwei davon wären eben die, wie gesagt, diese Kompetenzstelle und die Erarbeitung von Qualitätsstandards. Vielen Dank, Frau Nasser. Herr Reichel, was sollte Ihrer Meinung nach mit den Empfehlungen eines Bürgerrats passieren im Parlament? Ich habe Ihr System der Fragerotation erkannt, deswegen wusste ich, dass ich jetzt drankomme. Genau. Also, nicht zufallsbasiert. Genau. Es ist natürlich klar, das, was nicht passieren darf und nebenbei, was ja ein großes, also ganz anderes Problem in unserem Land ist, ist, dass Verantwortungen vermischt werden. Ja, also das führt, also jetzt nicht die Thematik Bürgerräte, wenn Verantwortungen vermischt werden zwischen verschiedenen Ebenen, dann kommt nichts Gutes dabei heraus. Und wieso sage ich das jetzt? Natürlich ist es so, wir haben ein Parlament, ehrlich gesagt ein ziemlich großes Parlament, ein zu großes Parlament, das müsste kleiner werden. Und dieses Parlament ist dafür berufen oder gewählt, die Entscheidungen zu treffen. Und das sollte auch nicht anders sein. Wir können das ergänzen, haben ja gerade gesprochen über Bürgerentscheide, das ist ein zusätzliches Element. Aber von der Sache her ist es klar, es gibt ein Parlament und insofern kann ein Bürgerrat natürlich nichts Verbindliches erarbeiten. Ich glaube aber, dass gerade wenn im Ergebnis solcher Beratungen, wenn da operationalisierbare Vorgaben oder Vorschläge gemacht werden, dann ist es auf jeden Fall mal hilfreich für die weitere Transparenz der Debatte, kann man ja heutzutage problemlos auch umsetzen, dass zu jedem Zeitpunkt, ein Informationsstand gegeben wird, wo liegt, also an welcher Stelle steht denn gerade dieser Vorschlag? Also was ist sein Umsetzungsstand? Kann er umgesetzt werden? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? An welcher Stelle ist es? Ich glaube, dass das das Mindeste an Wertschätzung ist, welches man dann der Arbeit von Bürgern in so einem Rat geben kann und welches dann am Ende auch dazu führt, dass man vielleicht Hindernisse, die zu einer Verbesserung unseres Regierungs- oder unseres Staatswesens dann führen, dann auch identifiziert. Und deswegen glaube ich, dass der entscheidende Vorteil dann für uns darin besteht, dass man als Abgeordneter da durchaus auch eine gewisse Transparenzverpflichtung hat, um zu zeigen, wo arbeitet man gerade daran und sich auch dem rechtfertigen zu müssen. Das ist letztlich auch unser Job.
Und also so würde ich denken, kriegt man da durchaus eine gewisse Verbindlichkeit rein und auch eine verhindert Frustration, die es allerdings sicherlich geben wird. Vielen Dank, Herr Reichel. Frau Spellerberg, was sind Ihre Ideen bezüglich der Empfehlungen eines Bürgerrats und wie sollte ein Parlament damit umgehen? Ich kann mich in vielen Punkten rascher tatsächlich anschließen. Also wir haben auch eben festgeschrieben, dass sich das Parlament mit den Ergebnissen beschäftigen muss, was natürlich auch wieder eine sehr, sehr lose Formulierung ist. Und haben eben noch gesagt, dass wir eben in kommenden Wahlperioden prüfen, also Optionen für eine stärkere Institutionalisierung prüfen wollen. Aber was genau dann eben tatsächlich umgesetzt wird in Form von direktdemokratischen Verfahren, von einzelnen Beratungsergebnissen, geht dann ja wieder in die Richtung, kann ich auch tatsächlich in aller Ehrlichkeit nicht final beantworten, wie wir tatsächlich dann damit umgehen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel auch damit zu tun hat, welches Selbstverständnis PolitikerInnen und Bundestagsabgeordnete dann auch haben und wie ernst sie tatsächlich eben dieses Instrument und damit eben die BürgerInnen nehmen. Sodass ich glaube, dass es dass eine wichtige Angriffsstelle ist oder ein Angriffspunkt, zu schauen, dass, also weil ich meine, wenn ich das von mir quasi auf andere schließen würde, hat es ja einen enormen, ist ja ein enormer Schatz quasi, diese Handlungsempfehlungen von BürgerInnenräten zu haben, um eben zu wissen, was tatsächlich ein relativ repräsentativer Teil, je nachdem, wie es dann eben ausgestaltet ist, zu bestimmten Themen meint. Und würde mich aber da tatsächlich auch Markus Reichel anschließen, dass am Ende natürlich ein BürgerInnenrat nichts Verbindliches entscheiden kann, weil das am Ende eben der Bundestag zusammen mit dem Bundesrat tut. Und ich glaube, dass dieses Risiko von Frust da tatsächlich eben besteht und dass wir da eben, bevor wir das tatsächlich starten, eine Lösung, zumindest einen Ansatz für eine Lösung finden müssen, weil das am Ende sonst zu mehr Politikverdrossenheit oder Frust führen kann, als es jetzt schon der Fall ist. Vielen Dank, Frau Spellerberg. Und hiermit öffne ich die Runde für Fragen aus dem Publikum. Ich meine, dass Peter sich eben gemeldet hatte. Peter, ist die Frage noch aktuell? Möchtest du deinen Beitrag jetzt in die Debatte einbringen? Ja, ich würde ganz gerne meine Frage noch stellen, weil sie auch noch nicht beantwortet wurde jetzt mit den letzten Sätzen. Aber erstmal vielen Dank an die Kandidaten, die sich dann auch, glaube ich, so recht kurzfristig bereit erklärt haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich selber bin auch bei Mehr Demokratie und im Landesvorstand in Sachsen tätig und finde das ganz klasse, dass wir hier mal kurz über ein paar Dinge der Bürgerbeteiligung reden können. Und ich möchte eigentlich gar kein eigenes Statement abgeben, weil meine Mitgliedschaft bei Mehr Demokratie ist eigentlich Statement genug. Ich würde gerne wirklich ganz konkret mal wissen wollen, warum Sie, Frau Spellerberg, beziehungsweise Ihre Partei beim letzten Parteitag die Firmen der direkten Demokratie aus Ihrem Programm gestrichen haben und warum Sie der Meinung sind, dass zwar auf allen anderen Ebenen Volksentscheide, Bürgerentscheide gute Instrumente sind, um die parlamentarische Demokratie zu ergänzen, aber auf der Bundesebene nicht. Und die gleiche Frage gilt natürlich auch an die SPD, weil sie ja auch ein bisschen da gefremdelt haben mit diesem Gedanken. Denn ich glaube, und da bin ich dann auch bei Herrn Reichelt, es ist natürlich richtig, dass das Parlament die Gesetze und die Entscheidungen treffen soll, aber das Parlament ist ein Organ gewählt vom Volk. Und im Grundgesetz steht, die Macht geht vom Volke aus oder soll vom Volke ausgehen. Also im Zweifel muss man doch dem Volk auch die Möglichkeit geben, eigene Gesetzesvorschläge zu initiieren mit dem Volksentscheid, beziehungsweise über die Bürgerräte Vorschläge zu machen, die dann zum Volksentscheid auch kommen können, ähnlich wie es eben in anderen Ländern schon gemacht worden ist. Also diese Position würde ich gerne nochmal verstärkt von Ihnen wissen wollen, warum Sie das im Bund so kritisch sehen
Und vor allen Dingen, vielleicht noch eine zweite Frage hinten dran. Sie haben ja so gesagt, was mit den Empfehlungen des Bürgerrates passieren soll, allgemein. Aber mich würde mal interessieren, wie würden Sie denn persönlich als Abgeordnete im Bundestag, wenn Sie denn halt gewählt werden, mit diesen Vorschlägen und mit diesen Ratschlägen umgehen? Welche Bedeutung haben diese Vorschläge, egal jetzt mal zu welchem Thema, aber ein Bürgerrat im Bund macht Vorschläge. Welche Bedeutung haben diese Vorschläge für Sie als Abgeordnete im Bundestag? Bevor ich antworte, ich habe bei der allerersten Frage einen Teil nicht verstanden. Welches Instrument genau wollten Sie nochmal quasi wissen, warum wir das nicht beschlossen haben? Den Volksentscheid. Volksentscheid, okay. Also die direkte Demokratie allgemein haben Sie ja gestrichen aus Ihrem Programm. Und warum Sie den Volksentscheid im Bund ablehnen, bei allen anderen Ebenen aber für ja, den Rest habe ich verstanden. Als Instrument akzeptiert. Genau, dann versuche ich auch relativ kurz zu antworten, weil ich tatsächlich pünktlich los muss. Aber genau, wir haben entschieden, dass wir Volksentscheide eben primär auf den anderen Ebenen haben wollen oder auch nur auf den anderen Ebenen, weil wir eben gesagt haben, dass zum Beispiel auf kommunaler Ebene die Prozesse oder die Themen, um die es geht, einfach sehr viel greifbarer sind und damit auch einfach tatsächlich das leichter umzusetzen ist, da BürgerInnen eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Und ich glaube, auch gerade der Vergleich zur Schweiz, der schon gemacht wurde, zeigt ja nochmal ganz deutlich, dass es da einfach auch auf Größe, aufgrund der Fläche eine ganz andere Voraussetzung ist. Und dann, ich meine, wenn man jetzt über demokratische Kultur diskutiert und wie das vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten aussieht, ist nochmal was anderes. Also da würde ich auch nochmal das quasi neu evaluieren. Aber ich würde auch tatsächlich, ich glaube, der Unterschied, warum ich sage, dass es im Bundestag, also manche Sachen tatsächlich eben in der repräsentativen Demokratie mit Bundestag und Bundesrat besser sind, ist, dass die Abgeordneten, hoffentlich ja dann auch einige von uns hier, sehr viel mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um sich mit bestimmten Fragen und Themen auseinanderzusetzen. Also ich könnte als quasi Nicht-Politikerin mit einem 40-Stunden-Job oder auch als Studentin mit gleichem Arbeitspensum mich gar nicht so in der Tiefe mit jeglichen Themen beschäftigen, um am Ende eine für mich fundierte Entscheidung zu treffen. Und ich meine, das übertrage ich jetzt nicht auf andere, das spreche ich jetzt einfach für mich ganz persönlich, dass ich mir diese Entscheidung eben quasi, ich meine, ich trete ja für den Bundestag an, das heißt, ich werde hoffentlich diese Entscheidung mitfällen können, aber dann eben mit Unterstützung einer Fraktion und vor allem auch eines Teams, das hinter mir steht. Deswegen glaube ich, dass da die Komplexität bestimmter Fragen einfach nochmal eine ganz andere ist. Und zum Umgang mit den Ergebnissen, ich glaube, das ist dann am Ende ein Abwägen auch für mich zwischen den Ergebnissen, zu denen eben ein BürgerInnenrat kommt und den Sachen, die innerhalb von demokratischen Prozessen, innerhalb von Parteien stattgefunden haben und auch vor allem meine eigenen Werte und Überzeugungen. Denn wenn ein BürgerInnenrat das Gegenteil entscheidet von dem, womit ich zum Beispiel angetreten bin, also sagen wir, ich meine, auf meinen Plakaten steht beispielsweise klimagerecht für unsere Zukunft. Wenn ein BürgerInnenrat jetzt etwas entscheidet, was für mich absolut 100%ig konträr geht gegen Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit, wenn ein BürgerInnenrat entscheiden würde, die Ehe für alle zurücknehmen zu wollen, dann würde ich mich nicht dieser Handlungsempfehlung anschließen, einfach weil ich es persönlich für mich nicht vertreten könnte. Trotzdem würde ich mich aber natürlich nochmal ganz anders oder in jeglichem Szenario, egal welche Empfehlung ein BürgerInnenrat abgibt, nochmal anders mit meiner Position auch beschäftigen und mit der Position meiner Partei. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das so 100%ig konträr ist, ist ja relativ gering. Sodass ich glaube, das ist eher einfach nochmal ein Anstoß quasi in den Bundestag geben kann und eben auch zu den einzelnen Abgeordneten.
Genau, ich glaube, ich hätte sehr gerne noch sehr viel mehr Zeit für quasi diese drei Fragen, aber ich glaube, ihr anderen wollt ja wahrscheinlich auch was sagen und genau. Genau, danke Frau Spellerberg. Frau Nasser. Ja, ich glaube, die Frage war auch an Sie gerichtet. Genau. Bin auch sehr dankbar für die Frage, weil ich, vorhin eher aus persönlichen Überzeugung geantwortet habe und weniger mit dem, was die SPD da will. Die SPD setzt sich natürlich für Volksentscheide ein. Das steht in unserem Grundsatzprogramm. So, das ist Programm der SPD. Ich habe vorhin Bedenken geäußert, weil ich, Brexit ist schon angesprochen wurde, große Bedenken davor habe, dass Volksentscheide dazu führen können, dass Gruppen mobilisiert werden, die eventuell, nicht wirklich am politischen Wohlergehen dieses Landes interessiert sind. Und das ist etwas, wovor ich große Bedenken habe. Ich würde viel lieber darüber reden, wie wir flächendeckend politische Bildung so gestalten, dass auch wirklich jeder und jede Zugang dazu hat und die Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren, in welchem System sie leben, wie ein Gesetz erarbeitet wird, wie der Bundestag funktioniert und welche Möglichkeiten Bürgerinnen und Bürger haben, sich zu beteiligen. Ich finde Bürgerentscheide ein gutes Instrument. Das haben wir in Dresden 2012 auch beim städtischen Klinikum gehabt und konnten so eben dafür sorgen, dass das Klinikum auch wirklich städtisch bleibt und eben nicht in private Hand kommt. Ich glaube, es kommt ganz sehr darauf an, wie so ein Volksentscheid vorbereitet wird, welche Themen wir dort miteinander entscheiden wollen, in welche Richtung so ein Volksentscheid auch geht. Da wurde auch vorhin angesprochen, suggestive Fragen und wie Kampagnen in so einem Volksentscheid dann auch gefahren werden. Ich habe große Bedenken, dass das populistische Kräfte hervorbringt, die vielleicht nicht ganz so sehr an dem Wohlergehen unserer Gesellschaft und an dem politischen Wohlergehen dieses Landes interessiert sind. Das ist mein persönliches Bedenken an dieser Stelle. Ich rede hier nicht für meine Partei, sondern für mich als Kandidatin für den Bundestag. Wie ich mit Empfehlungen umgehen würde, kann ich mich eigentlich nur dem von Merle anschließen. Natürlich gehört da ein konkretes Abwägen dazu, inwiefern es natürlich auch zu meinen Grundüberzeugungen passt, zu den Überzeugungen meiner Fraktion, was im Koalitionsvertrag auch steht. Das sind ja auch Themen, ne? So ein Koalitionsvertrag ist ja in Teilen ist bindend. Das heißt ja Vertrag. Insofern sollte man sich auch versuchen, dran zu halten. Und deswegen ist eben die Sache die, dass ich dieses Instrument super toll finde, weil ich glaube, dass es dafür sorgt, dass es mehr Beteiligung gibt und auch mehr Verständnis dafür, wie Politik funktioniert. Und ich glaube, das sollte es auch öfter geben. Wirklich, das ist meine Grundüberzeugung an der Stelle, das kann ich so sagen. Und ich kann Ihnen auf diese Frage antworten. Ich würde konkret abwägen, würde schauen, was davon Potenzial hat in meine Abgeordnetenarbeit, sofern mir das Vertrauen geschenkt wird, was ich hoffe, einzufließen und die dann eben auch konkret politisch umzusetzen. Das wäre so mein Ansatz. Vielen Dank, Frau Nasser. Mit Blick auf die Uhr würde ich die Frage jetzt auch noch an Herrn Reichel weitergeben, aber verbinden mit der allerletzten Statement-Runde. Also ich würde gerne von all Ihnen dreien noch ein Statement einholen zum Thema, wie Sie die Institutionalisierung von Bürgerräten auf Bundesebene fassen. Aber das ist dann auch wirklich das Allerletzte. Herr Reichel, bitte. Ich muss tatsächlich leider wirklich ganz pünktlich los. Also tut mir leid, dass ich dann bei der letzten Runde leider raus bin. Aber ich bin. Oder Frau Spellberg, jetzt schnell, in einem Satz. Bürgerrat, Institutionalisierung von Bürgerräten. Ihre letzte Meinung dazu, in einem Satz. Ein Satz ist schwierig. Also wie schon gesagt, eben auf Initiative entweder von der Regierung, Parlament oder eben Bürgerbeteiligung und dann eben, wie gerade beschrieben, die Befassung der Abgeordneten und eben überhaupt eine gesetzliche Grundlage für BürgerInnenräte. Vielleicht nicht ganz auf den Punkt gebracht, aber ich hoffe, die Minuten vorher haben es deutlich gemacht. Vielen Dank, Frau Spellerberg. Herr Reichel, nun also. Okay, dann schieße ich jetzt los. Also erstmal, zunächst mal, ich bin ja echt erstaunt, dass jetzt, das hätte ich ja gar nicht mir als CDU-Vertreter zugetraut, dass ich jetzt hier der basisdemokratisch optimistischere bin in der Runde. Ich muss sagen, ich glaube, das Problem bei Volksentscheiden wird sicherlich sein, nicht so sehr das Volk, sondern wer stellt die Frage. Ja, und deswegen, und dort ist das populistische und das suggestive demagogische Element.
Und ich bin schon dafür zu sagen, also entweder ich gehe jetzt demokratisch ran und dann kann ich da jetzt auch, also ich meine, dann gibt es Mehrheiten. Ich glaube auch nicht, dass man das dann, also die Gruppen sozusagen, die, also wenn man so an die Diskussion rangeht, dann stellt man eigentlich fast schon den demokratischen Prozess als solchen zu einem guten Teil in Frage. Aber das mal dazu, zu dem Punkt, wie würde ich das persönlich machen? Also ich will das vielleicht damit verbinden, dass ich sagen will, wenn ich gewählt werden sollte als Abgeordneter jetzt, dann ist mein Grundbild der, ich bin quasi Auftragnehmer des Wählers und insbesondere, also damit auch schon nicht nur des parteipolitischen Wählers, sondern des Wählers. Und so wie ich jetzt auch als im Unternehmen letztlich damit dann meinem Auftraggeber nachvollziehbar dokumentiere, womit ich mich befasse, auch zwischen den Wahlen. Ich würde auch nebenbei eine aktive Aktionsgruppe mal organisieren, um so ein, nennen wir es mal, Rechenschaftssystem für Abgeordnete mal zu entwickeln, denn das ist mir momentan ehrlich gesagt alles zu unverbindlich. Und dass man also da auch so Zwischenbilanzen entwickelt. Und dazu, und Zwischenbilanzen bedeutet, und das ist jetzt dann auch Teil der Antwort, welche Impulse sind an mich herangetragen? Natürlich, man muss sicherlich ein bisschen auswählen, aber es wird auch nicht unendlich viele Impulse geben, nachzuvollziehen, wo stecken die, wo ist das Problem, wieso können die nicht umgesetzt werden, wieso machen wir dieses Land nicht besser, als es ist, denn ich glaube, es steckt wahnsinnig viel in unserem Land und mein Eindruck an allem ist, wir machen es uns zu schwer, wir können es besser machen, wenn wir alle ranziehen und das ist gar keine Geldfrage, das ist vor allem eine Verbesserungsfrage und des Willen, dann kriegen wir vielleicht auch den Mehltau weg, der da an mancher Stelle drüber liegt und so sehe ich meine Aufgabe als Abgeordnete und da wird mir der Bürgerrat sicherlich viele gute Impulse geben, dafür wäre ich dankbar und Dann zu der Abschlussstatement-Frage der Institutionalisierung. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Lage, da das jetzt heute ehrlich gesagt die erste Diskussion ist zu dem Thema, also mich da eindeutig dazu auszusprechen, soll man institutionalisieren oder nicht. Ich denke, ich habe persönlich meine Offenheit für das Thema zum Ausdruck gebracht. Und ich sehe da auch Anwendungsfälle und ich würde mich freuen, diese Diskussion dann auch im Falle der Wahl dann auch eben in der neuen Legislaturperiode weiterzuführen. Vielen Dank, Herr Reichel. Freut mich auf jeden Fall, dass wir Ihnen dazu beigetragen haben, dass Sie über Bürgerräte diskutieren könnten. Das freut uns. Frau Nasser, Ihnen gebührt sozusagen das Abschlusswort heute. Was ist Ihr Abschlussstatement zur Institutionalisierung von Bürgerräten? So, ich muss kurz den anderen Punkt sagen. Ich weiß nicht, ob ich Herrn Reichel an der Stelle falsch verstanden habe, aber ich will mir hier nicht nachsagen lassen, dass ich Basisdemokratie doof finde oder irgendwas. Das will ich hier nur noch mal festhalten. Nee, das weiß ich ja. Ich sage nur, wir müssen nur aufpassen, dass wir uns die Themen, also ich denke, dass wir gucken müssen, dass wir nicht dieses Mobilisierungselement zu früh reinnehmen, weil das sehr viele basisdemokratische Prozesse letztlich dann von vornherein entwertet. Aber ich weiß, dass Sie das nicht so gemeint haben. Das ist mir schon klar. Deswegen habe ich auch den Punkt politische Bildung an der Stelle mit ins Spiel gebracht. Ich glaube, das ist besonders, in Sachsen wichtig. Das ist ein großer Punkt und an der Stelle aber auch ein Bundestag, der einfach offener, responsiver und transparenter ist. Ich glaube, das ist total wichtig. Zum Thema Institutionalisierung. Ich bin voll dafür. Ich würde es gerne weiter institutionalisieren, das Instrument der BürgerInnenräte. Ich glaube, dass es nochmal einen parlamentarischen Diskurs, eventuell einen gesetzgeberischen Prozess nochmal braucht. Bitte nageln Sie mich jetzt nicht fest da drauf. Ich kandidiere das erste Mal für den Bundestag. Sollte ich die Chance bekommen, in der nächsten Legislatur mitzumischen, würde ich mir das aber auch mit aufs Tableau schreiben, sofern es da Mehrheiten findet, was ich hoffe, da auch meine Stimme mit laut zu machen und da dafür zu sorgen, dass wir da eben auch eine weitere Institutionalisierung hinbekommen. Vielen Dank, Frau Nasser. Und damit sage ich auch vielen Dank an die Runde, an all die jetzt noch übrig geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank aber auch an die Kandidierenden. Ich wünsche Ihnen beiden vor allem noch einen
erfolgreichen und irgendwie auch noch restlichen, schönen, angenehmen Wahlkampf. Es geht jetzt auch für Sie in den Endspurt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei David fürs Organisieren dieses Podiums, auch für das kurzfristige Organisieren dieses Podiums. Und Ihnen wäre das heute gar nicht möglich gewesen. Also vielen Dank auch an David. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Danke fürs Kommen. Vielen Dank fürs Organisieren. Danke auch von mir. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch.